Ja, und damit wieder willkommen zurück zu Hollow Knight. Ich muss ja sagen, als ich den letzten Part aufgenommen habe, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber das hat mich auch irgendwie nicht mehr losgelassen, das Spiel. Ich fand das schon mal sehr cool, es hat mich sehr interessiert. Auch wenn ich sowas eigentlich gar nicht so spiele. Aber, also, ich weiß noch, ich bin hier irgendwo zuletzt gestorben. Oh, Moment, hier kann ich aber jetzt auch eintreten. Ich glaube, das ist dieser Shop, der jetzt offen ist. Aber ich glaube, da kann ich jetzt im Moment nichts kaufen, weil ich mein ganzes Geld oder was ist das, womit ich da bezahlen kann, diese. Barpanada. Ja, genau. So, okay. Ja, mit den Dingern kann ich bezahlen. Ich weiß aber nicht, wie ich die nennen soll. Sind das Münzen? Sind das die Seelen, die ich einsammle? Feder, Wegeskompass. Ja gut, bei Zelda könnte ich jetzt mit der Feder springen. Hier kann ich sie tatsächlich zum Schreiben benutzen. Das ist schon mal gut. Eine Banknadel. Damit kann ich eine Bank erschaffen. Oder wie? Krokonnadel. Ja, da werde ich mal schauen, was ich damit mal alles machen kann. Die Beschreibung war jetzt ein bisschen kryptisch. So, also ich habe aber meinen ganzen Kram unten liegen gelassen irgendwo. Ich glaube, war das hier? Ich konnte doch hier auf die Map gucken. Ah, okay. Ich denke, ich bin da oben. Ja gut, jetzt kann ich natürlich nicht hinzeigen. Aber da, wo Mistmund steht, da bin ich gerade reingefallen. Und. Aua. Ich denke immer, der Typ ist freundlich. Der sieht so nett aus. Dann greift er mich an. Das ist ein bisschen schade. Nicht, dass ich jetzt unterwegs, auf dem Weg zu meinem verlorenen Gut, dass ich da jetzt schon wieder sterbe. Das wäre jetzt. Oh je. Okay, Sturzangriffe gehen nicht. Das muss ich jetzt gerade leider feststellen. Keine Sturzangriffe. Oder ich weiß nicht. Oder ich habe es einfach noch nicht herausgefunden. So, da ist dieser Rüsselkäfer-Typ, genau. Der ist auch auf der Karte eingezeichnet. Das heißt, ich muss jetzt hier runter. Ja, da ist er auch schon. Na, stimmt, ich muss mich ja selbst bekämpfen. Ist ja nichts mit einsammeln. So. Was ist das? Okay, da ist irgendwas runtergefallen. So sah es zumindest aus. Dieses Ding hier. Ah, jetzt bleiben die Wege aber wenigstens offen hier. Ach, der ist ja. Ja, ich wollte jetzt nicht so auf Risiko spielen hier. So, wie konnte ich mich denn jetzt heilen? So, out. Ja, toll, danke. So, jetzt versuche ich es nochmal da hochzukommen. Jetzt, ne, da kommt dann dieser Stachel auf mich zu. Ich glaube, hier bin ich noch nicht gewesen. Cool, das füllt sogar meine.
Ja. Meine. Nennt man das? Diese Flüssigkeit wieder auf, mit der ich mich heilen kann. Ach, das ist jetzt einfach nur so eine Art Quelle für mich. Okay. Und an den Bänken werde ich ja, glaube ich, wieder zurückgesetzt. Also werde ich nicht nur geheilt, sondern da starte ich dann, falls ich sterbe. Ja gut, das heißt natürlich bitter, dass ich wieder zurück in die Stadt rennen musste letztes Mal. Gut, gehe ich jetzt mal hier lang. Da ist nochmal so ein fieser, freundlicher Typ. Muss ich eigentlich rüber. Oh. Uiuiui. Ja. Autsch. Oh, was mache ich denn da? Wow, okay, jetzt hing ich hier fest. Ja. Mal alles verbraten an Heilutensilien. Wieder so fiese Mücken. Da sind wir da, der fiese Mück. Ja gut, die sind aber wenigstens nicht so gefährlich. Ich glaube, die Stacheln, hier kommen jetzt bestimmt wieder Stacheln. Nee, kam jetzt keine, okay. Oh je. Die sind auch echt überall, diese Bandwürmer hier. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Hm, gar nicht. Ah, da hätte ich von der anderen Seite dann hinkommen müssen. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Und werf mal am besten einen Blick auf die Karte. Ja, ja. Achso, so ein Ding hatte ich eben runtergehauen. Okay, das ist nichts zum Einsammeln gewesen. Ich kann auch keine Walljumps machen oder sowas. Oh, hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin da echt hochgesprungen gerade. Ja, gut. Ich wollte ja sowieso erst unten gucken, was es da so gibt. Ja, ist hier so ein prall gefüllter Moskito hier. Der lässt wieder Kinder fallen. Okay. Oh, der sieht jetzt auch wieder so nett und traurig aus. Aber den muss ich wahrscheinlich auch wieder töten. Ja. Ich glaube, gegen so einen habe ich schon mal gekämpft. Was ist das denn hier? Aha, okay. Das ist jetzt mein Seelenvorrat erhöht. Das heißt bestimmt anders hier, so diese die Käferwährung. Ich würde gerne mal wissen, ob ich mich irgendwie auch upgraden kann. Also ob ich irgendwo neue Waffen finde oder so. Oh, da schläft einer. Hallo? Ja, jetzt bleibt mir nur den anzugreifen. Oh. Grummelmutter. Nee, Grummermutter.
Oh, 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 oh. Oh, okay. Ich hätte mich vorher heilen sollen. Ich wusste nämlich gar nicht, dass das Vieh so... dass das Vieh so stark ist. Quatsch. Dass ich, so wenig Lebensenergie nur noch hatte. Die würde ich ja auch gern zum Beispiel upgraden, dass ich dann ein bisschen mehr aushalte. So, ist das Vieh auf der Karte verzeichnet? Nee, aber mein Tod ist da verzeichnet. Okay, so wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Naja, gut, ich weiß ja so grob, wo ich lang gegangen bin. Eieiei, was? Boah, ja, genau. Och, Leute. Scheiße, nein. Ah, jetzt habe ich das, glaube ich, alles verloren bei dieser krummen Mutter. Nein, ich habe doch... Wie viel habe ich gehabt? 250 von dem... Von den Käfermünzen. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Ja, man muss schon sehr aufpassen, was man hier so anstellt. Oder habe ich jetzt quasi zwei Leichen? Nein, tatsächlich nur eine. Die andere verschwindet wieder. Wäre ja sonst zu leicht. Ja, wunderbar. Habe ich meine drei Münzen wieder einsammeln können. Ah, je. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das denn jetzt so für Jump'n'Run-Verhältnisse ist. Ob das jetzt eher eins der leichteren oder schwereren ist. Ob ich mich jetzt halt auch ein bisschen, zumindest zu Beginn, ein bisschen doof anstelle. Uiuiui. So, dann... ja. Ich wollte da gar nicht runterfallen. Och. So, okay, da war jetzt die krumme Mutter drin. Oder? War das hier? Habe ich mich eben... Ich hätte, glaube ich, eben einfach, als ich genug Geld hatte, genug Käfertaler, hätte ich mich wieder nach oben begeben sollen, um irgendwas zu kaufen. Und stattdessen habe ich irgendwie gedacht, ich kann noch ein bisschen erkunden. Boah, das Ding haut aber auch rein. Oh, was will ich denn da immer machen? Nein. Lass mich in Ruhe. Ich... Schluss damit. Jetzt. Ja, 49. Ich hatte eben wesentlich mehr. Das Ding bewegt sich ja nur. Okay, es hat sich zurecht bewegt. Es hatte also auch tatsächlich einen Grund. War nicht nur irgendeine Animation. Wie die immer wieder hochspringen, wenn die auf den Boden prallen. Boink. Ah, ich bin frei. Jetzt natürlich immer die Sache. Laufe ich wieder zurück? Aber ich habe nur 77 Münzen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Oh. Greift er mich hier an?
fern von mir. Was ist das jetzt? Oh, hi. Ach, mit dir kann ich reden. Na gut. Oh. Oh. Oro, du Tölpel, du führst deinen Nagel wie eine Keule. Meint er jetzt mich? Also mit Nagel, ist das diese Waffe von mir? Bin ich Oro? Emsi, wie viel tiefer müssen wir gehen? Jetzt auch noch Emsi. Nee, ich bin... Oh. Ah, okay, er meint nicht mich. Soll ich die Texte eigentlich vorlesen oder könnt ihr die selber mitlesen? Ich weiß nämlich nicht, das ist ja nicht vertont. Devolen Mars. Devolen Mars, okay. Ja, ich habe einen Nagel, genau, mit dem kämpfe ich hier. Devolen Mars. Mhm. Gut, dann, den werde ich wahrscheinlich dann auch wieder in der Stadt oben treffen, in Mistmund. Nee, von da bin ich gekommen. Oh, was hat er denn? Vergiss es! Was ist denn da los? Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkommen kann. Also ich kann ja keine Walljumps machen und keine Doppelsprünge. Also für mich jetzt in meiner Logik komme ich da jetzt auch nicht hin. Oder kann ich rennen? Also ich wüsste jetzt nicht... dass ich jetzt rennen könnte. Oh, was macht der denn da drin? Nee, also zu denen werde ich später mal wieder kommen. Karte muss ich wahrscheinlich hier für das Gebiet auch noch freischalten. Da habe ich nämlich noch nichts. Okay, was ist das? Kann ich das zum Einsturz bringen? Ich habe irgendwie Angst, dass ich dann dadurch Schaden nehme, aber nein, okay. Gut, gut, kein Schaden genommen. Was ist denn mit dieser traurigen Raupe? Also ich habe eine Raupe befreit, da habe ich ja noch gesagt, die wollte ich als Reittier haben, aber die ist dann abgehauen. Und dann gab es ja noch diesen traurigen Typen, der da am Schluchzen war und... Ja, was war eigentlich mit dem? Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt wieder erstmal zur Oberfläche sollte. Oh, okay. Ein Fahrstuhl. Da komme ich aber nicht rein. Oder kann ich irgendwie... Nee, ich kann da nicht reinspringen, ich kann da nichts kaputt machen. Na gut. Da komme ich dann drauf zurück. Finde ich hier drin eigentlich manchmal Dinge? Also das, ich zerkloppe die einfach immer. Ich weiß aber auch nicht, ob mir das was bringt. Aber das ist doch ein schönes Gefühl. Achso, das sind Schilder. Okay, genau, genau. Hier konnte ich ja hoch. Da bin ich ja wieder reingefallen. Aber diesmal werde ich jetzt einfach mal hier oben bleiben. Oh, ja gut, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich oben bleiben. Und den Elise 4 aus sicherer Distanz angreifen. Oh, ja. Ja, das ist halt auch immer schade, dass ich die Viecher nicht berühren darf. Warum auch immer. Gut, gib mir deine Käfertaler.
So, okay, wo bin ich hier? Ach, da weint wieder irgendjemand. Oh. Wahrscheinlich ich vor Schmerzen hier. Ja, rechts kann ich jetzt auch wieder lang, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wieder so schlau wäre. Ui. Oh, das sind ja Ritter. Käferritter. Das ist jetzt halt, kommt der hier eigentlich hier runter? Oh, ja, er kommt runter. Ah. Aber kommt er wieder hoch? Das ist die Frage. So, der ist tot. Jetzt hier? Das ist wieder ein Schild. Das muss man anscheinend auch sich irgendwie ein bisschen ranschaffen, was die Dinge bedeuten. Okay, das sind jetzt viel. Oh, sag mal. Ich hab. Wollte extra gerade sagen, das ist mir jetzt zu gefährlich, da hinzugehen. In den Stacheln. Wie mache ich das mal lieber nicht? Oh, die sind mir jetzt gerade auch ein bisschen zu heikel. Da ist wieder so ein Süßer. Oh, wie komme ich denn da hin? Also, ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass hier diese Stacheln sind und ich diesen... Ich denke mal, irgendwie werde ich noch einen Walljump lernen oder sowas. Bei dem komme ich nämlich überhaupt nicht hin. Also, hier brauche ich noch irgendeine Fähigkeit, denke ich. Ich bin hier in einem Gebiet, wo ich noch nicht hin soll. Wie mir scheint. Oder, Moment, das kann ich etwa diese Stacheln zerstören? Ich glaube, die haben nämlich gerade ein bisschen reagiert auf meinen Schlag. Nein, okay. Das war einfach zeitgleich dieses Geräusch von diesen Mücken gewesen. Jetzt erstmal wieder nach Mistmund. Und ich hoffe mal, oh, dass ich mir irgendwas da kaufen kann. Oh. Was? Ich glaube, das ist gefährlich. Ich dachte, das Ding stürzt jetzt herab auf mich, aber nein, okay. Ui, ganz nach oben wieder. Aber da habe ich doch gerade so ein Vieh gehört. Das ist jetzt auch nicht hier. Papier, du Münze. Ich glaube, hier gehe ich wieder in ein anderes Gebiet. Uiuiui, okay. Das sieht mir jetzt sehr nach einer Mine aus. Ich glaube, hier steht sogar so eine Lore. Ja, okay. Aber das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Ich meine, hoch ist jetzt gerade immer gut, weil hoch will ich ja. Aber jetzt nicht unbedingt nach rechts hier. Ich kann mal einen Blick riskieren schnell. Oh, nee, okay, der sieht gefährlich aus. Der ist dann doch ein bisschen zu groß.
Typen wieder. So. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, Tempel des schwarzen Eis. Tempel des schwarzen Eis. Also jetzt Ei wie ein Ei oder wie Eis? Okay, ich dachte gerade, es wäre ein Gegner. Aber nein. Na, Minobis. Okay, ein Ei anscheinend, ja. Das ergibt Sinn. Ist das auch auf der Karte verzeichnet, dieses Ei? Nein. Manamatu Chiro Namen. Bamatu Chiro. Ah, okay, okay. Es gibt also anscheinend noch bessere Ausrüstung. Goa, Nudo Elamac. Okay. Aber ich will wirklich gerade wieder erstmal zurück nach Mistmund. Dort fühle ich mich nämlich erstmal ein bisschen sicherer. Dort kann ich vielleicht irgendwas käuflich erwerben. Oh, ich glaube, das kommt mir gerade ein bisschen bekannt vor. Oh, eine Kette. Ist das tatsächlich der Weg nach Mistmund? Oder... Ja, da bin ich noch gar nicht lang gegangen, aber ich glaube... Ja, hier ist tatsächlich die Stadt. Gut, okay. Die schwindende Stadt. Okay. Das war der Wegeskompass. Er bestimmt meinen Standort auf der Karte genau. Ah, okay. Das möchte ich mir kaufen. Das ist aber ein bisschen zu teuer. Da muss ich ein bisschen Items, Quatsch, diese Käfertaler hier grinden. Und die Feder brauche ich, um neue Gebiete zu erkunden. Ich glaube, ich habe die aber jetzt auch ziemlich gut zusammen. Ich glaube, die sollte ich mir jetzt als erstes kaufen, solange ich das Geld hier noch habe. So, okay. Bafanada. Bafanada, du sagst es. Dann schaue ich jetzt mal, ob der andere Typ, den ich befreit habe, der jetzt auch hier ist. Aber kann ich mit ihm noch mal reden? Na, du. Genau, weil der Warenhändler zurück ist, ja. Vielleicht gibt es bei ihnen ja auch Waffen. Eine Maskenscherbe. Boah, die sind aber teuer. 950. Oh. Ertappst du dich dabei, dass du viel Geo liegen lässt? Ist Geo diese Währung? Hatte dir das vielleicht schon mal gesagt? Das kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor. Aha. Ein Leuchtgefährte für 1800. Okay. Ich habe jetzt Angst, die Währung Geo zu nennen, weil ich nicht weiß, ob das stimmt. Muss ich mich mal ein bisschen schlau machen nächstes Mal. So, wo war denn jetzt nochmal die Bank? Ich glaube, ich könnte mich mal ein bisschen heilen. So. Karte aktualisiert. Was?
Ich sollte mal rechts vorbeigucken, vorbeischauen hier in der Stadt. Aber das mache ich dann nächstes Mal. Dann bis dahin.